Let's go. Okay, don't start that hard. Scheiß Wespe. Geh weg. Ah, nee, jetzt kommen wir mal die Sonne davon drücken. Ey, das ist so lang. Gibt's ja nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute steht für mich ein FTP-Test an. Ich bin nämlich in den letzten 6 Monaten knapp 4000 Kilometer Rad gefahren und damit schon insgesamt mehr als in Gesamt 2022. Das heißt, dieses Jahr wurden auf jeden Fall große Sprünge auf dem Rad gemacht. Das ist auch wichtig, weil ich denke, im Triathlon ist Radfahren ein großer Hebel. Ja, beim Schwimmen bin ich eben meistens schon relativ weit vorne mit dabei. Schön wäre es natürlich, wenn ich am Laufen arbeiten könnte, aber das gibt mein Knie aktuell nicht her. Und mein letzter FTP-Test ist auch schon über 3 Monate her, deswegen wollte ich jetzt einfach mal sehen, wo ich aktuell stehe. Ich habe dieses Jahr insgesamt schon 3 FTP-Tests gemacht und habe da vor allem von Anfang Januar bis Ende März eine große Verbesserung gesehen. Das Gewicht ging runter und trotzdem hat sich meine FTP um über 30 Watt verbessert. Ich denke, dass da heute nochmal einiges gehen wird und es ist zusätzlich eine gute Vorbereitung. Sonntag ist nämlich Landesliga in der Sprintdistanz. Das heißt, wenn ich jetzt hier 20 Minuten Gas gebe in einem FTP-Test, dann ist es meiner Meinung nach ein gutes Training für die ungefähr halbe Stunde Radfahren beim Triathlon in Zusmarhausen. Meine letzte FTP war wie gesagt 260 Watt. Das Ganze habe ich in TT-Position gemacht, ja, bei circa 78 Kilo. Jetzt wiege ich habe mich heute Morgen zweimal gewogen, einmal vor und einmal nach dem Frühstück, so um die 75,5 Kilo, bisschen drunter vielleicht, wenn man es ganz in der Früh macht. Ob ich jetzt mehr Watt drücken kann, weiß ich nicht. Ich werde jetzt den Test heute ohne TT-Lenker machen, einfach weil ich denke, dass ich damit auch jetzt für den Kitzbüheler Radmarathon erstmal die besten Werte bekomme. Da werde ich ja nicht mit TT-Lenker fahren. Und ich bringe normalerweise auch das Ganze recht gut rüber zum TT-Bike. Deswegen wird es hoffentlich relativ repräsentativ. Und noch für alle, die nicht wissen, was jetzt eigentlich eine FTP ist. FTP sind die Watt, also die Leistung, die du für circa eine Stunde Radfahren drücken kannst. Ja, es ist einfach immer gut, das Ganze zu wissen, weil basierend darauf, auch wenn ich jetzt am Rad keine Wattpedale habe und den Test jetzt deswegen auch auf der Rolle mache, kannst du deine Werte ermitteln, die du ungefähr in den unterschiedlichen Wettkämpfen treten kannst und deine Zonen ermitteln und so weiter, sowohl pulsmäßig als auch wattmäßig. Ich werde dann halt einfach bei meinen Trainingseinheiten vor allem auf den Puls achten. Ich denke, irgendwann werde ich mir noch Radpedale anschaffen, aber das ist jetzt aktuell, sehe ich da noch nicht den großen Nutzen, weil ich einfach gern so Radfahren gehe, ohne zu viel auf Werte zu schauen. Ich finde es aber dennoch interessant, einfach seine Werte zu kennen. So, ich werde mich jetzt hier mal darum kümmern, dass ich das alles aufbaue. Hier haben wir eine Flasche mit Kohlenhydraten drin. Also es gibt ja auf Swift 2 unterschiedliche FTP-Tests, einmal den RAM-Test und einmal den 20-Minuten-Test, wo man vorher noch so ein paar Intervalle und Warm-Ups drin hat. Und ich muss sagen, ich finde den RAM-Test ziemlich ungenau. Da kommt bei mir immer viel mehr raus, als ich das Gefühl habe, das stimmt. Deswegen habe ich seit diesem Jahr nur noch den anderen Test gemacht. Wie genau der jetzt wirklich ist, ist natürlich auch die Frage, weil es sind 20 Minuten und keine Stunde. Am genauesten wäre natürlich das Ganze eine Stunde zu machen, aber ich finde es immer viel zu intensiv, eine Stunde wirklich Vollgas zu drücken. Lieber 20 Minuten, davon erholt man sich gut. Ich bin jetzt genau in der Mitte zwischen 2 Wettkämpfen. Vor 3 Tagen war die Landesliga Olympische Distanz in Bad Tölz. Ich habe mich gut erholt und in 3 Tagen ist Liga Zusmarhausen oder Zusmarshausen Sprint Triathlon.
Das heißt, ich glaube, das ist auch das Beste, was ich machen kann. Und ja, ist jetzt ganz gut, nach 6 Monaten das Ganze zu machen. Ich habe außerdem noch 8 Wochen bis zum Kitzbüheler Radmarathon, 8 Wochen und 3 Tage. Und deswegen denke ich, dass jetzt ein ganz guter Zeitraum ist, um das Ganze anzugehen. So, also ich habe jetzt hier Swift offen. Der FTP-Test läuft wie folgt ab. Warm-up 20 Minuten, dann, ich glaube, dreimal 20 Sekunden gesteigert, also so eine kleine Pyramide immer hoch. Dann einmal basierend auf meiner alten FTP, wobei ich muss das Gewicht noch einstellen, richtig, 285 Watt, 5 Minuten, um sich schon mal ein bisschen auszupowern, und dann nach nochmal einer kurzen Pause gibt es die 20 Minuten Test. Das hat sich bei den letzten FTP-Tests, die ich so gemacht habe, immer härter angefühlt, wobei es jetzt schon echt warm wird. 5 Minuten 130 Watt. Schillig. So. 285 Watt gehen gut klar. Bisschen anstrengend. Okay. Man sieht schon, ich schwitze brutal nach den 5 Minuten. Das ist ziemlich heiß. Let's go! Ich glaube, man konnte es im Intro schon sehen, dass ich viel zu schnell gestartet bin. Hey, don't start that hard. Also da hätte ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. Ich habe die erste Minute, glaube ich, über 300 Watt gedrückt und in den ersten 5 Minuten, ich glaube, fast 300 im Schnitt. Und dann ist es halt extrem abgeflacht. Es wurde immer wärmer. Die Sonne hat mich dann nach der Hälfte noch erwischt. Und gegen Ende war ich dann schon wirklich platt und leer. Jetzt fühle ich mich wieder super, also das hat wirklich nicht zu viel aus mir rausgenommen, und das war mir auch wichtig, weil, wie gesagt, am Sonntag wieder Liga ist in 3 Tagen, aber ich gehe jetzt gleich schwimmen, deswegen ist das kein Problem. Ich wollte jetzt noch kurz darüber reden, was ich jetzt eigentlich aus dem Test mitgenommen habe, und auf der einen Seite natürlich so ein bisschen meine Zonen, die Heartrate und die Power, die ich für eine Stunde halten kann. Ich habe hier die Trainingsbibel von so einem ziemlich krassen Triathleten und Coach, Joel Friel. Und er hat so eine Tabelle in dem Ding, wo du dir das halt alles ausrechnen kannst. Und ja, der Durchschnittspuls waren 180. Das heißt, meine Functional Threshold Heart Rate, das, was ich über eine Stunde halten kann, waren 171 Beats per Minute. Und so kann ich zum Beispiel meine Zone 1 ausrechnen. Das sind ungefähr 80%. Das wären dann bis hoch zu einem 138er Puls. Ob mir das jetzt wirklich was bringt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, dass meine Zone 1 wesentlich weiter unten ist. Da müsste man dann vielleicht mal eine echte Leistungsdiagnostik machen. Das ist ja alles nur so ein bisschen Pi mal Daumen. Und Höchstmaximalpuls war 194. Ich denke, da kann ich auf dem Rad auch bis 197 kommen oder so, wenn ich mich da wirklich mal versuche hochzusteigen. Das heißt, damit bin ich auch super happy. Und ich will jetzt gar nicht die ganzen Zonen hier vorrechnen, weil die werden sich sowieso von Tag zu Tag verändern. Und das bringt niemandem was, und ich weiß sowieso nicht genau, ob das Ganze alles stimmt. Aber was ich auf jeden Fall vom heutigen Test mitgenommen habe, ist, dass sich da auf jeden Fall nochmal einiges tun muss. Also gerade um mein Bike-Ziel beim Ironman 73 Italy zu erreichen, muss ich schon nochmal gut mehr Watt drücken. Das waren jetzt aktuell 3,3 Watt pro Kilo. Genau dasselbe hatte ich auch bei vor 3 Monaten bei dem 260 Watt FTP-Test. Jetzt hatte ich 251 Watt, aber dadurch, dass ein Gewichtsunterschied da war, ist es immer noch gleich geblieben. Ich muss aber halt vermutlich so auf 3,8 bis 4,2 Watt pro Kilogramm FTP kommen, um mein Ziel zu erreichen. Beim Ironman 73 Italy zumindest, was den Bike-Teil angeht. Und da ist es jetzt gar nicht so schlecht, dass ich mich wirklich aufs Radfahren fokussieren kann, weil da muss ordentlich was getan werden, und ich werde euch da in den nächsten Monaten auch mitnehmen, beziehungsweise in den nächsten Wochen auch mitnehmen. So lange ist es ja auch nicht mehr hin, es sind, glaube ich, jetzt noch 11,5 Wochen oder so. Und wer darauf Lust hat, kann hier gerne den Kanal abonnieren. Ich könnte das Ganze jetzt natürlich vorrechnen, aber ich glaube, das bringt niemandem was. Es ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass die 4000 Kilometer Radfahren doch eine Verbesserung gebracht haben. Und dadurch, dass ich seit der Mitteldistanz auch, beziehungsweise auch schon die Wochen davor, nicht mehr so einen Wert auf die FTP-Steigerung gelegt habe, bin ich sowieso überrascht, dass sich das Ganze noch gehalten hat. Ich werde schauen, dass ich auch in der zweiten Jahreshälfte noch mal ein bisschen mehr Rad fahre. Jetzt vor allem, weil das Laufen weg vermutlich um einiges mehr Rad fahre. Und dann sollte da auch bis zum Ironman 73 Italy eine starke Verbesserung kommen und auch darüber hinaus bis in die nächste Saison.
Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut euch hier die Rennzusammenfassung von meiner olympischen Distanz noch an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.